Jetzt freue ich mich auf meinen Gast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ihr kennt ihn von Alarm für Cobra 11, von Einstein hier bei Sat.1. Er ist schon mal bei mir zu Gast gewesen und wie es sich für einen tollen Gast gehört, werde ich ihn wieder hier standesgemäß ankündigen mit einem Lied, in dem sein Name auch irgendwo versteckt ist. So. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want Tom back for good. I want you back. You want Tom back for good. Yes, Tom back! Yes, Tom back. Yes, Tom back. Ich freue mich auf Tom back. I just want you back for good. Tom Beck! Wunderschön. Oh Gott. Oh, schön, dass du da bist. Herzzerreißend. Vielen Dank. Kannst du dich setzen. Schön, dass du da bist. Ah. Tom Beck. Wow. Thomas Helmut Beck, dein ganzer Name, ne? Korrekt, ja. Schön, dass du es nochmal sagst. Thomas Helmut Beck. Ja, ja. Warum nicht? Ne? Was war da los? Ja, gut, also Tom Beck wäre für das Dorf, aus dem ich komme, auch zu progressiv gewesen tatsächlich. Also Thomas Helmut ist da schon, passt schon besser. Bin der Franke. Du bist Franke, ja, ne? Also eigentlich spricht man das T ja gar nicht, das heißt eigentlich Thomas Helmut. Thomas, ja. Aber du kannst so rein, raus, ne? Das finde ich fantastisch. Ist halt ein brutal attraktiver, erotischer Dialekt, ja, sag ich immer. Apropos erotisch, es gibt ein Ranking, die attraktivsten Männer, und wir gucken mal auf die Top 10. Mal gucken, wen wir da so alles sehen. Matthias Schweighöfer auf der 1, Til Schweiger, Elias Mbarek, Moritz Bleibtreu und auf der 8, Tom Beck! Wow! Ja. Attraktivste Männer. Was soll jetzt noch kommen? Wahnsinn! Ja. Jetzt bist du mit Einstein wieder unterwegs, deine Sendung läuft, ne? Genau, ab 10. Januar kommen wir mit Doppelfolgen am Dienstag auf Sat.1 und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil wir jetzt schon ein paar Jahre damit rummachen sozusagen und wir haben jetzt 10 Folgen gedreht und die sind wirklich super witzig, super skurril. Wir haben tolle Gäste, Micky Krause, Bella B. zum Beispiel unter anderem und es ist witzig. Hat aber nichts mit Schloss Einstein zu tun, wo die Kinder abfilmen, die noch nie einen geraden Satz gesagt haben, oder? Ach, Kinder sind doch immer süß, oder? Wenn die spielen, ist doch immer irgendwie süß. Kinder sind immer süß, aber ja, nur die Kinder, die bei uns in der Sendung sind, ja, sind süß. Natürlich. Ja, die können nämlich richtig reden. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du auf Platz 8 bist. Wir wollen natürlich, dass du aber auch steigst in dem Ranking. Ne? Ja. Also Platz 1 ist noch drin. Weißt du, was richtig immer gut ankommt? Ich weiß nicht, ob die Ladies darauf jetzt Bock hätten. Oh Gott. Möchtest du mit mir zusammen... Mhm. Jetzt hier im Studio duschen. Ja. Hättet ihr Bock drauf? Wir haben nämlich ein Spiel entwickelt. Ja. Nein, also. Ja, aber du bist schon da. Ja. Ah, okay. Ja. Hast keinen Bock drauf? Doch. Ja, doch. Kann ich schaden auf jeden Fall. Wir beide werden duschen. Wir haben ein Spiel entwickelt. Es trägt den wunderschönen Namen The Shower of Love. Of love. The Shower of Love. Of love. Es wird brühend heiß, es wird erotisch, es wird fantastisch. Mit Silbermond haben wir dann auch noch was vor. Also es gibt gleich einen riesigen Shower of Love, Dusch, Gangbang.